Herzlich willkommen zurück zu unserem Pokémon Y Japanese Elimination Log. Im letzten Part ist ja nicht sehr viel passiert, wir haben bloß so ein bisschen durch die Route gegangen, haben bemerkt, wie scheiße doch Umi und Konata sind und werden heute hoffentlich kein Pokémon verlieren. Doch, bestimmt. Hoffentlich nicht. Wenn wir dann nämlich hier jetzt bereit sind und versuchen, das Kabigon aufzuwecken. Schöne Musik. Ja. Kabigon no Mega Pachiri Hiraita. Me ist das Auge. Ah. Also seine Augen sind aufgerissen. Okay, ein Level 15 Kabigon. Erstmal Dokugas. Da es daneben geht. Okay, Schlecker macht. Ich wollte gerade sagen, Schlecker macht nicht so viel. Bumm, paralysiert. No. Oh fuck, es kann nicht vergiftet werden. Oh, that's not good. Okay, meine ganze Strategie, die ich hatte, geht nicht auf. Scheiße. Ja, es kann ja zwei verschiedene Fähigkeiten haben. Oh. Und es hat leider die, wo es nicht vergiftet werden kann. Oh. Okay, erstmal Denjiwa. Oder Denjiha? Weiß ich auch nicht. Nee, ist das Problem, wenn es meistens als, als Partikel ist es Wa, aber ansonsten ist es Ha. Also Denjiha. Ne, Denjiha. Okay. Hoffe ich. Hoffe, es ist richtig. Du hoffst, es ist richtig. Es benutzt Amnesie, das wird ja immer besser. Ich muss gleich mit Tackle angreifen. Ich hätte von Anfang an Sonic Boom benutzen sollen. Eindeutig. Stimmt, Sonic Boom ist... Sonic Boom, Sonic Boom, Sonic Boom. Oh, es hat ja eine scheiß Beere. Boah, ich hasse Kabigon. No. Aber da bin ich wirklich froh, dass wir Magnetilo haben, denn Magnetilo kann das ja noch relativ gut aushalten. Ja, vor allem, weil, nee, Sonic Boom ist auch eine normale Attacke. Ich habe gerade gedacht, ist das nicht eine eine Stahlattacke? Nein. Ich weiß jetzt gar nicht. Heißt der Typ eigentlich auf... Ah, nee, doch Hagane. Ja, genau. Stahl. Wo war die Metal? Bin mir gerade nicht sicher, ist, Hagane Metall oder Stahl? Keine Ahnung. War der Hagane Rurenkin, der Full Metal Alchemist. Ja, also dann eher doch Metall, oder nicht? Ja, irgendwie schon, ne? Wie kommen sie dann überhaupt auf Stahl? Ist das, glaube ich, so eine... Dame-Oshi? Das war nochmal Dame-Oshi. Weiß ich doch nicht. Du bist hier der japanische Experte. Sonotani Aitega Sude Damedio Ukete Itara. Ich hab keine Ahnung. Das klingt aber besser als Tackle. Ganz ehrlich. Ich wusste das mal, was diese Attacke heißt. Die hab ich schon mal gesehen, ne? Mhm. Ich hab keine Ahnung. So Dame ist ja, mach's nicht, ne? Mhm. Deswegen, ja. Ist wirklich manchmal schwierig. Deswegen fand ich auch hier die Challenge auf Japanisch zu machen, vor allem wenn dann öfter so mit Pokémon wechselt. Ich kenne mich halt auch noch nicht mit den ganzen japanischen Pokémon-Namen aus, ne? Jo. So Spear weiß ich. Also, das ist Bibor, ne? Ja. Kabigon weiß ich auch. Dann sind einige ja total einfach wie Pikachu. Ja, das sowieso. Ne? Ja. Oder Horubi, wo mir nie der deutsche Name einfällt. Skoppel, genau, ist das Skoppel. Ne? Ah, Skoppel. So, aber dann hast du teilweise echt so Sachen, wo ich dann echt so keine Ahnung habe, wie Butterfree. Okay, da denkst du zuerst, what ist das? Und dann, oh. Butterfree. Ja gut, vor allem Pokémon, die sehr oft kompetitiv benutzt werden, die kann ich natürlich in- und auswendig auf Japanisch. Ich kämpfe ja nicht genug gegen Japaner, ne? Weißt du, so ein
Gabudias, erkenne ich sofort. Also Knackrack. Okay. Nicht zu vergessen, Latias. Sieht man ja sowieso auf. Wobei ich das gar nicht so häufig sehe, ne? Garura sehe ich auch sofort. Das ist Kangama. Okay. Ah. Deswegen habe ich mal meinen Tentantel Ruda-Killer genannt. Okay. Ja, es war halt dafür da, Kangamas zu töten. Süß. Und Garura-Killer hat nicht gepasst. Ich hatte nur genug Zeichen für Ruda-Killer. Okay. Dann hatte ich gehofft, auf der deutschen Meisterschaft werden die Spitznamen angezeigt, und jetzt konnte keiner meinen schönen Spitznamen sehen. Oh, arme Schatzi. Hat keiner den Ruda-Killer gesehen. Oh. Na, ich hab mich traurig gemacht. Arme Schatzi. Genauso wie es mich traurig macht, dass sie dieses Jahr in Stuttgart ist. Yep. Komme ich einfach nicht hin. Ich käme hin, aber ich habe einfach nicht das Geld dafür. Und auch keinen Bock dafür, ne? Ja, dafür sind einfach meine Chancen zu gewinnen zu niedrig, als dass ich da jetzt so viel Geld für ausgeben wollen würde, ne? Ja. Oh nein, es kann Aqua Knarre. Ich habe das letzte Mal ja mitgekriegt, wie wir beide abgeschnitten haben, vor allem ich. Ja, wobei ich echt sagen muss, das größte Problem war, glaube ich, echt, ich hätte mich vorher wirklich viel länger vorbereiten sollen. Hm. Ich habe das Team ja dann erst so kurz vorher fertig gemacht, ne? Und hätte ich mich wirklich vorher hingesetzt und ein bisschen trainiert. Ich will jetzt echt mal gucken. Ach, das war irgendwie Gewissheit. Das war Gewissheit oder so. Ah. Ja, spätestens dann, wenn ich die Animation sehe, weiß ich, was das für eine Attacke ist. Okay. Oh, ganz ehrlich, Venoshock sieht am allergeilsten aus bei einem Vipitis. Okay. Das hat so einen total geilen Blick drauf. Du musst dir echt mal ein Vipitis fangen und dem Venoshock beibringen. Okay. Das hat so ein richtig schönes Derp-Face. Derp. Ja, so, das sieht so geil aus. Ihr müsst euch mal echt ein Vipitis fangen und dem Venoshock beibringen und das benutzen. Das sieht so geil aus. Derp. Das Beste an X und Y, das Derp-Face von Vipitis. Ja, insgesamt einfach teilweise einige Kampfanimationen. Sind ja echt super. Echt? Ja, klar. Auch insgesamt, dass einige Pokémon beißen, also sie machen irgendwie eine Kratzattacke, dass dann auch wenigstens so nach vorne springen oder sowas, ne? Ja. Oder bei Faustattacken, sehr viele Pokémon schlagen ja dann auch mit der Faust. Hm. Ne? Haben dann zwar nicht so für alle Attacken, aber du siehst schon wirklich so, wie das Pokémon bewegt sich so und das sieht dann auch so aus, als würdest du die Attacke benutzen. Moment. Ja. Hm? Okay. Ist jetzt ganz sicher nicht Umi nach vorne. Nicht, wenn wir hier ein Double Battle haben, das ich zwar auch umgehen könnte, aber Schluck auf, nicht so gerne umgehe. Ich habe jetzt Schluck auf. Ja. Schön. Armer Schatzi. Ich werde sterben. Nein, wirst du nicht. Okay, zwei Doburu. Zwei Level 16 Doburu. Yay. Oh nein, es hat Happing Hand. Los, Epona, nein. Du musst das Doburu töten. Ach, Epona. Okay, now I'm scared. Now I'm seriously scared. Warum? Das Vieh hat gerade Konfusion benutzt. Verdammt. Moment, wir wissen, dass das eine Konfusion kann. Wir wissen nicht, ob das andere eben nicht Konfusion kann. Und das eine stirbt jetzt. Wuhu! Das ist das eine Doburu weg. Yay, tote Pokémon. Und Epona ist Level 15. Wann entwickelt sich eigentlich Epona? Weiß ich doch nicht. Krier irgendwas. Ich guck ja schon nach. Ja. Oh mein Gott, warum muss die Kamera so tief sein? Bonita. Boah, ich muss irgendwie gucken, dass ich davon ein Thumbnail kriege. Hä? Was? Was? Ich muss gerade nachgucken, ich hab nicht gesehen. Level 40.
Okay, ich mache jetzt extra das so, ein bisschen gefährlich, ja? Ne? Guck gleich hin, Clear Smog, okay. Guck gleich hin, Smogon. Der Gesichtsausdruck, das sieht man nur ganz kurz. Ich muss echt gucken, dass ich da einen Thumbnail kriege. Bam. Was das für ein Gesichtsausdruck hat, da muss ich einen Thumbnail kriegen. Ich hoffe, ich denke dran. Dass wir das gleich scheißen müssen. Was? Also wenn sie auf dem Klo sitzt, so. Ich finde, das sieht geil aus. Scheiße, warum habe ich so viel Thunfisch heute gegessen? Ja, und hier, das ist auch das große, was ja dann so neu war, das Battle Chateau. Schön. Ich habe es nicht mal ansatzweise genutzt. Ne. Naja, später dann noch manchmal so aus Langeweile, aber nicht wirklich. Am Anfang habe ich sehr viel und danach kein Bock mehr. Die haben ja alle Dobolus, oder? Ja, haben sie. Ja, haben sie. Okay. Ja, ich habe sie sowieso gelesen und dann frage ich, die haben ja alle Dobolus. Ich weiß, es ist auch sehr intelligent zu fragen. Ja. Okay, ich hab's nochmal vergiftet. Jetzt gleich werden wir es nochmal sehen. Wir werden es nochmal sehen. Oh mein Gott, wir werden es nochmal sehen. Das Derpface. Ja, wobei Smogon ja sowieso schon sehr, sehr großes Derpface hat, ne? Ja. Warum muss die Kamera da so tief sein? Keine Ahnung. Ey, das kleibt so die Augen zusammen, so. Ja, das sieht voll geil aus. Warum muss die Kamera da an der Stelle so tief sein? Because fuck you. Ja, echt, das machen die bloß, um mich zu ärgern. Bloß, damit ich jetzt nachher Bild für Bild durchgehen muss. Um das perfekte Thumbnail zu machen und es am Ende dann doch vergesse. Ja. Und dann irgend so ein langweiliges Thumbnail genommen habe. Und ihr ja sowieso schon alle wisst, dass ich hier so ein langweiliges Thumbnail genommen habe und ich noch davon träume, das Derpface als Thumbnail zu haben. Derpface. Okay, ich bin gerade mal extrem faul, ich rede noch bis zum Pokémon Center. Ich benutze den PC-Trick. Okay. Legt man ein Pokémon in den PC, wird es vollgeheilt. Cool. Das ist immer sehr praktisch, wenn man so an Stellen ist, wo man halt jetzt nicht so direkt an einem Pokémon-Center kann oder wie weiß was ich hier. Ne? Das ist, glaube ich, ein klein bisschen schneller, als wäre ich jetzt bis zum Pokémon-Center gegangen, wäre durch die ganze Pokémon-Center-Animation gekommen und bla. Ne? Oh, guck mal, unsere große Liebe. Ich muss echt sagen, sie sieht süß aus, ne? Ja. Vor allem mit dem Zopf, finde ich, sie sieht irgendwie süßer aus als mit offenen Haaren. Bei mir sagst du genau das Gegenteil. Ja, sie sieht mit dem Zopf süßer aus. Du siehst mit offenen Haaren süßer aus. Danke. Ja, bitte. Ich dich auch. Das ist nun mal so. Sie sieht halt mit dem Zopf süßer aus. Und ich liebe dich. Ich dich auch. Dengi Shoku, nein, Yayakoma, don't die, Yayakoma. War immer noch besser, als wenn jetzt Momoko stirbt. Hör auf, Momoko anzugreifen! Momoko! Okay, Hegani ist ist vergiftet, ebenso Pikachu. Pikachu! Okay, manchmal habe ich ja Glück, wie beispielsweise, ich wusste ja sofort bei den Gärtnern auf der Route unter Lumios City, ne? Unter Illumina City. Na? Ja. Da wusste ich sowieso schon, oh, ich hätte lieber das Krebskor angreifen sollen. Da wusste ich beispielsweise sofort, dass die, ja, von was jetzt Tsurugi no Mai benutzt. Ich wusste sofort, dass die Krebskor haben, weil ich noch weiß, wie damals in unserem. Was war es nochmal? Beim Nuts? Beim Wetlock? Ja, genau, beim Wetlock hat ja das Krebskor direkt sogar wieder so ein paar Pokémon umgebracht. Oh, schön. Kann ich mich noch gut dran erinnern, deswegen, das hat sich bei mir eingebrannt, dass da Krebsscorer sind. Die einfach unsere Pokémon töten. Oh. Ach, hier haben wir nochmal Clear Smog und ich lese irgendwann immer zuerst Christmas. Christmas. Ja, okay, Clear Smog trifft wenigstens immer. Ist mir ganz ehrlich lieber als hier Gewissheit. Als Dameoshi. Oh.
Ja, erstens ist es Stab und zweitens, es trifft immer. Nur, sind wir jetzt ganz ehrlich, ich habe ein bisschen... Oh, da kommt noch ein Furabibi. Verdammt. Okay, ich muss drinnen bleiben. Greif Yayakoma an. Greif Yayakoma an. Du willst Yayakoma angreifen. Hassam, oh, puh. Davor hätte ich mich jetzt Angst. Oh nein, Yayakoma ist tot, aber... Es ist eine sehr effektive Attacke gegen Flabebe. Das ist mir doch zu... Das muss sein. Ne? Oh mein Gott, das reicht nicht mal aus. Okay, nun wechsle ich. Ne? Ja. Siehst du, da hätte ich beispielsweise keine Ahnung gehabt, dass das ein Teruna ist. Noch. Wobei ich vom Namen so mit Tail hätte ich mir schon was denken können, aber ich hätte es echt nicht gedacht. Guck mal, bei dem hat sich schon ein Pokémon entwickelt. Ich muss wirklich sagen, Finex. Ist das? Nehmen wir uns mal. Wie heißt das? Fings? Fings? Fing? 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 Links? Fings? Finexis? Nein, Finexis ist doch die höchste. Sicher? Ja. Ist das nicht die zweite? Nein. Fings ist aber doch das erste. Utena! Genau! So ist das Vieh. Ja, Rutena. Ja. Das heißt, wir haben noch bis Level 40 eine Epona-Attacke. Yep. Wenigstens entwickelt sich Magnetilo schon. Ich glaube, irgendwie Level 32. Ich weiß noch, Rollum entwickelt sich irgendwo so auf Level 19, 20. Also hier, Toxipad. Ich glaube Level 20, weil ich weiß noch, der zweite Arenaleiter hat ein unterleveltes Rollum. Also der zweite Arenaleiter von Pokémon Schwarz-Weiß 2. Okay. Moment, Moment, Moment. Hier sind keine anderen. Da fällt mir nämlich noch super ein, wo ich hier Pokémon heilen könnte. Dann muss ich da nicht so... Weil ich will noch den oberen Teil der Höhle noch ein bisschen erkunden. Aber hier, die Tusse, die halten nämlich Pokémon. Und dann muss ich nicht wieder zurück zum Pokémon Center rennen. Ne? Huh. Wenn ich mir das so angucke, es könnte wirklich sein, dass wir gegen Ende der Woche schon die zweite Arena machen. Da muss ich mal gucken, ob ich grinden muss. Ne? Weil, im derzeitigen Zustand halte ich Umi nicht für... Zweite Arena kämpfbar. Sicher? Sehr sicher. Okay. So sicher wie der Megastein auf dem Kangama. Okay. Und ja, ich versuche das jetzt echt zu prägen. Ich versuche das zu prägen. So sicher wie der Megastein auf dem Kangama. Schön. Das ist jetzt eine Ausdrucksart, die ich prägen werde. Wow, weißt du, wie das Vieh heißt? Ah. Quaruhi. Hi. Und ich finde, es sieht immer noch blöd aus. Das Problem ist, irgendwie ist es süß. Es sieht so blöd aus, aber irgendwie ist es süß. Oh. Ich finde es nicht so süß. Ich finde es irgendwie süß. Ich habe irgendwas für Enten. Ich mag auch Enton. Ja, Enton ist süß. Ich hätte so gern Enton gehabt, ein Shishiko. Okay, das weiß ich wenigstens, was das ist. Enton ist toll. Ich hätte so gern Enton hier für diesen Lock gehabt. Aber nein, stattdessen haben wir so einen scheiß Fiona. So ein scheiß Olles Fiona mit seinen 80 Base Stats durch. Schafft's nicht mal, einen Leufeo zu töten. Oh. Ganz ehrlich, so süß Umi auch ist, ich mag es nicht. Es ist zwar total toll, das mal in irgendeinem Lock zu benutzen, weil ich meine, wann kommst du mal dazu, einen Fiona zu benutzen? Aber es ist kacke. Ah, der hat noch einen Pikachu, da bleibe ich bestimmt drin, ne? Ah, ich muss mir echt irgendwas überlegen, wie ich Toxipet trainiere. Irgendwie würde ich jetzt gerne gegen Pikachu. Gegen Pikachu, 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 tschu, 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 tschu. Pikachu, tschu, 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 tschu. Pikachu, tschu, tschu.
Pikachu, Raichu, 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 Raichu. Hast du's? Pikachu, Chu, 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 Chu. Hast du's? Pikachu, Chu, Chu. Schatz ist gut. Pikachu. Es ist gut. Chu. Oh, wenigstens noch den, wenigstens noch das Yakedo gekriegt und damit ist das Vieh gestorben. Yay, Pikachu, Chu, 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 Chu ist weg. Toll. Ich sag dir, die Leute können ab jetzt nie wieder einen Pikachu sehen. Bestimmt. Weil sie dann jedes Mal daran denken, wie ich hier Pikachu tschu 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 mache. Mhm. Jedes Mal. Pikachu tschu, Pika, Piku tschu tschu, Pika. Das ist bestimmt so unlustig. Yep. Und ich zieh's trotzdem weiter durch. Und weil das, du bescheuert bist. Und das macht einen richtigen YouTuber aus. Egal wie unwitzig es ist. Man zieht es bis zum Ende durch. An den, Editor, hier bitte Grillenzirpen reinbringen. Du bist der Editor. Ich weiß, warum haben wir keinen Grillenzirpen gekriegt? Echt mal, unser, der unsere Videos schneidet, ist echt kacke, wusstest du das? Ich finde, den sollten wir feuern. Okay, viel Spaß. Ich finde, den sollten wir feuern, ganz ehrlich. Wofür bezahlen wir den eigentlich? Wir bezahlen ihn nicht. Das erklärt einiges. Wir sollten ihm mehr zahlen, dann macht er es bestimmt besser. Das ist bescheuert. Was, nur weil ich mir gerade eine Gehaltserhöhung gebe? Nein. So, aber da hinten ist noch mindestens, glaube ich, ein Trainer, gegen den wir kämpfen können. Denn dann, wenn wir diese Höhle auch hier fertig haben, dann hören wir den Part auf. Und ganz ehrlich, dafür, dass wir hier Trainerkampf, aber Trainerkampf nach Trainerkampf nach Trainerkampf nach Trainerkampf nach Trainerkampf nach Trainerkampf haben, kommen wir doch eigentlich recht schnell durch, ne? Ja. Ach nee, war doch kein Trainerkampf mehr. Oh. Okay, wir sind mit dem Part durch. Ach, ein Horde-Encounter. Noch. Ganz ehrlich, es gibt noch verdammt viele YouTuber, die, oder insgesamt viele Leute, die das nicht erkennen. Noch. Ja, aber ist das so einfacher. So voll einfach, ne? Wenn da mehrere Streifen den ganzen Bildschirm rübergehen, schwarze Streifen, dann hat man einen Horde-Encounter. Toll. Ganz ehrlich, ich sehe die mehreren Streifen und weiß sofort Horde. Ne? Toll. Ich gucke mir andere an und die dann... Was? Eine Horde? Das kam jetzt total überraschend. Nein, kam es nicht. Ich wusste es schon vorher. Idiot. Es sind halt nicht alle so klug wie du, Schatzi. Ich weiß. Ja, ganz echt, das habe ich schon richtig schnell gemerkt. Toll. Irgendwie nach dem dritten Mal. Nach dem zweiten oder dritten Mal habe ich gemerkt, oh, da kommen dann immer solche Streifen vor. Okay, das ist ein Hordenkampf. Gut zu wissen. Ne? Mhm. Sehr viele erkennen das gar nicht. Selbst ein Jahr später erkennen sie es immer noch nicht. Okay, ich fliehe. Ich konnte nicht fliehen. Verdammt. Ich wechsle auf Magnetilo. Magnetilo muss dieses Zubato töten. Yeah. Ein Zubato. Zubato. So nenne ich mein Kind. Zubato. Yay. Der wohl was dagegen haben wird. Wieso? Dass ich meinen Erstgeborenen Superton nenne? Mach doch, was du willst. Habt ihr das gehört? Ich hab Freifahrtschein bei der Benennung der Kinder. Es wird Zeit, meine Kinder. Prozessor, Grafikkarte. PlayStation. Wii U. Danke für die Freifahrtkarte. Ich hasse dich. Okay, wir beenden hier den Part. Wenn euch dieser Part gefallen hat, hat es euch getan. Drückt auf Gefällt mir. Schaltet das nächste Mal wieder ein. Bis dann. Bye bye.